Die Motivation deines Hundes musst du kennen. Nicht nur, weil du dein Training dadurch verbesserst, sondern auch, weil du deinen Alltag verbesserst. Du musst nämlich verstehen, welche Dinge du vielleicht lassen solltest, damit du eine intrinsische Motivation, also das, was aus deinem Hund rauskommt, nicht aus Versehen förderst. Und du musst wissen, was dein Hund motiviert, damit du das auch zielgerichtet im Training einsetzen kannst. Darüber wollen wir in dieser Serie mit dir sprechen. Ich sehe gerade, wir haben einen blöden Platz gesucht, weil hier sind überall so Wespen, weil wir, glaube ich, unter einem Birnenbaum sitzen. Ja, so, das heißt, los, auf geht's. Ich habe jetzt Hey Hey und Alice mitgebracht, lass sie jetzt hier wild rumlaufen. Ich bin jetzt hier auf so einem typischen Spazierweg, wie sehr, sehr viele Menschen machen. Du kannst ja mal kurz so nach vorne. Ja, Feld, ja, Natur, so mittendrin, hier hat man seine Ruhe. Und sehr viele Menschen gehen so spazieren. Manche gehen auch durch die Stadt, durch den Stadtpark und so weiter. Aber was ich dir erzählen will, ist grundsätzlich zu kapieren, was eigentlich so in deinem Umfeld los ist und warum wir über Motivation deines Hundes sprechen müssen. Wir beginnen jetzt erstmal damit, dass wir klären, was ist denn eigentlich Motivation? Ich rede gerne immer so von dieser intrinsischen Motivation. Das bedeutet, es kommt von innen. Ja, das sind so Dinge wie, wo Genetik eine Rolle spielt, ja, wo der Typus Hund eine Rolle spielt, also auch Charakter, was haben die quasi von der Mutter mitbekommen und so weiter. Also das ist ganz einfach von innen. Also ich will es nicht zu kompliziert machen, von innen, intrinsische Motivation. Mein Hund zeigt das von allein, ich muss ihn nicht dazu überreden. Und das haben halt alle Hunde. Der eine hat mehr das, der eine mehr das, der eine mehr das. Und deswegen will ich dir das jetzt in dieser Serie auch erklären, dass du einen Blick dafür bekommst, damit du halt einfach Dinge lernst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Motivation bedeutet, mein Hund hat da Bock drauf, hat einen Beweggrund und zeigt das von alleine zum Beispiel auch. Wir wollen vier Dinge besprechen. Und zwar einmal die sogenannte Sozialmotivation. Dann einmal die jagdliche Motivation, also die Lust zum Jagen. Sozialmotivation bedeutet, ich bin motiviert, mich um Sozialpartner, Gruppe und so zu kümmern. Da gehen wir auch noch alles ein bisschen genauer drauf ein. Dann haben wir die Sexualmotivation und wir haben Territorialmotivation. So, ich denke mir das nicht aus. Ja, das kann man auch in Lektüre, in Büchern nachlesen und so weiter. Ich finde diese vier Dinge sehr, sehr wichtig, weil die Hunde halt immer wieder massiv zeigen. Wir gehen hier mal ein bisschen schneller, weil hier kommt schon wieder so ein Birnenbaum und ich habe keine Lust, dass die Hunde gestochen werden. Und Alice ist schon wieder, guckt hier, sie zeigt da etwas und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. So, das heißt, ich denke mir das nicht aus. Das ist ganz normales Fachwissen, was man halt einfach auch lernt in der Ausbildung und so weiter. Kann man in Büchern nachlesen und so weiter. So, ich will euch aber erklären, dass das im Alltag halt die ganze Zeit stattfindet und du dir dessen bewusst sein musst. Ich guck mal ganz kurz, ob der Fahrradfahrer. Also, ja, okay, alles klar. Ihr seid halt live dabei. Ja. Wir beginnen heute bei diesem Film mit der sogenannten jagdlichen Motivation. Und deswegen, ich habe auch Hey Hey und Alice mitgebracht, um den Unterschied zu zeigen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, film mal einfach nur Alice bitte. So, seht ihr dieses Verhalten? So, ne, sie stöbert da so ein bisschen rum. So, passt mal auf jetzt. Das ist jetzt wichtig. Jawohl, sehr, sehr gut. So, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Alice sagt, da, komm. Ja. Ja, weil ich jetzt aus Versehen mit euch spreche. Alice, kommt her. Driftet sie ab, weil ich nicht lang genug festgehalten habe. Sehr, sehr gut. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist Jagdverhalten. Ich zeige euch das nochmal. Ich lasse das mit Absicht laufen. Das ist ein Terrier. Alice ist ein Terrier und Terrier bedeutet sogenannter Solitärjäger. Das heißt, die ist die ganze Zeit auf Achse. Das macht auch Sinn mit so einem Terrier. Die sollten früher ja den Hof sauber halten von Mäusen und Ratten. Das bedeutet, die brauchen keinen Menschen, der dann irgendwas erklärt. Die brauchen keine anderen Sozialpartner, sondern die ist dauerhaft so in diesem Jagdbetrieb. So, das heißt, was wir hier sehen, ist die sogenannte Appetenz. Okay? Jagdverhalten hat eine Abfolge. Da will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber es beginnt mit der sogenannten Appetenz. Und die Appetenz ist also die Suche nach den auslösenden Reiz. Sie, guckt nochmal, vielleicht kannst du ranzoomen, sie ist jetzt permanent auf der Suche nach dem auslösenden Reiz, weil sie will eine Maus finden. Sie will eine Maus finden, einen kleinen Bau finden, damit sie jagen kann. Wenn ihr Hey Hey mal beobachtet, ganz kurz, der ist einfach nur da, sage ich jetzt mal, ne? Nur um den Unterschied zu erkennen. Da, jetzt guckt mal zu Alice, zack. Und jetzt gucken wir, ob sie noch ansprechbar bleibt. Ja, weil das ist jetzt wichtig, das erkläre ich euch gleich hier. Sie jagt, ne? Alice! Jawohl! Jawohl! Los geht's! Super! Klasse! So, und ich mache das jetzt mit Absicht so, gut, hey, auch Alice, dass ich sie abdriften lasse, damit ihr merkt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will.
Appetenz bedeutet, sie ist auf der Suche nach einem auslösenden Reiz. Und wenn ich jetzt meinen Hund die ganze Zeit so rumstöbern lasse, dann wird es immer schwieriger, Kontrolle darüber zu haben. Das bedeutet, du musst dir Gedanken machen, wann beginnt eigentlich Jagdverhalten? Was bedeutet Jagdverhalten? Selbstbelohnt, Hormonausschüttung. Und wenn ich jetzt, das mache ich jetzt mit Absicht hier, ne? Ich kontrolliere sie nicht, weil ich mit euch spreche. Ich lasse sie einfach machen, weil ich weiß, ich kriege da Zugriff drauf. Aber wenn ich so einfach immer spazieren gehen würde, dass sie das einfach die ganze Zeit machen kann, ja, dann braucht man sich später nicht wundern, in 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6, 7, 8, 9, 10, dass es immer schwieriger wird mit deinem Hund. Warum? Der ist immer mehr am Außen, der ist immer mehr am selbstbelohnenden Verhalten, der hört dir immer weniger zu, du musst immer mehr investieren und so weiter. Nur aus diesem Grund ist es schon mal extrem wichtig, Jagdverhalten zu erkennen. Es gibt sogenannte Sichtjäger, es gibt sogenannte Nasenjäger, es gibt eine Kombination aus beiden. Aber das ist alles viel zu kompliziert. Du musst einfach erstmal verstehen, was es bedeutet, wenn du deinem Hund einfach viel zu viel Freiheit schenkst, ihm einfach viel zu viele Möglichkeiten gibst und er permanent im Jagen ist. Du hast natürlich noch viel intensivere Jäger wie Beagle, Wischlers und sowas oder Weimaraner, die natürlich auch einfach dafür gemacht sind. Die haben die Genetik, das ist tief in denen drin. Und hier musst du einfach verstehen, dass du das nicht einfach so sinnlos laufen lassen kannst. Okay? Kommentier das Video unbedingt mal, ob du verstehst, was ich meine, ob du dir dessen auch bewusst bist, weil viele wissen auch zum Beispiel gar nicht so im Kontext, dass genau sowas jetzt hier extrem Jagdverhalten natürlich auch fördert, weil hier sind halt auch übelst viele Mäuse, Felder, hier läuft Wild rum und so weiter. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Okay? Wenn du wirklich mal an deiner Geschichte arbeiten willst, Hundetrainer-Steve Kaye. Und wir werden im nächsten Video dann über die anderen Motivationen reden. Jetzt gehe ich erstmal mit meinen Hunden. Jawohl, kommt, auf geht's. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Alice braucht ein bisschen länger, aber sie kommt. Kommt schon, Mäuschen. Jawohl, sehr, sehr gut. Jawohl, wo bleibst du denn? Mann, brauchst du lange.